Hey Trading-Freunde, heute schauen wir uns einen Trade an der Okta-Aktie. Die Aktie, die war super easy zu traden. Warum das so einfach war und warum jeder hätte diesen Trade gewinnen können, das erfahrt ihr in dieser Trade-Besprechung. Viel Spaß dabei. Trade-Besprechung in der Okta. Bevor wir zur Analyse gehen und wir uns den Trade angucken, schauen wir uns erstmal an, was waren die Nachrichten in der Aktie. Und ja, die Nachrichten, die waren auf den ersten Blick extrem positiv. Trotzdem ist die Aktie extrem abgeschmiert. Das heißt, extrem in die Short-Richtung gefallen. Warum das der Fall war, das werden wir jetzt mal genauer besprechen. Und dazu zeige ich euch erstmal, was das Unternehmen macht und wie die Nachrichten denn im Detail aussahen. So, hier haben wir die Okta. Also Okta ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Und ja, die Nachrichten am 1.9., die waren erstmal sehr, sehr positiv, denn der Quartalsbericht ist sehr, sehr gut ausgefallen und trotzdem ist die Aktie um 30% nach unten gegappt. Und das lag daran, dass sie ein Unternehmen übernommen haben im Jahr 2021. Und ja, das hatte den Grund, weil da gab es irgendwelche Probleme, das hat den Grund gehabt, dass die Aktie so stark gefallen ist. Und wir werden uns gleich im Chart genauer angucken, dass das im Prinzip eine ganz klare Situation war. Das ist im Prinzip eine meiner Lieblings-Trades, eines meiner Lieblings-Setups, die da entstanden sind. Und das werden wir uns gleich mal im Tageschart genauer angucken. Das ist eine sehr, sehr interessante Situation, wenn immer der Chartverlauf so aussieht, dass wir in den Bereich gappen, ja, und so einen Bereich rausnehmen, dann könnt ihr meistens mit einer sehr, sehr großen Reaktion rechnen. Und das werden wir uns jetzt gleich mal im Chart genauer ansehen. So, das ist die Okta-Aktie im Tageschart. Und was ich damit meinte, was für eine interessante Situation im Chart ich gesprochen habe eben, das ist die Range, die wir hier sehen. Das heißt, in den letzten Monaten, ja, also vom 9. Mai bis hier zum 1. September, hat die Aktie hier in dieser großen Seitwärtsphase getradet. Ja, viele Trader haben sich hier positioniert und wenn wir so eine Seitwärtsphase durch Nachrichten, durch ein Gap rausnehmen, dann gibt es meistens eine sehr, sehr große Bewegung. Ich werde euch mal zeigen, wie der Tag aussah, indem ich hier einfach mal einen Tag nach vorne gehe. Wir sehen also, das ist der Tag, an dem ich die Okta gehandelt habe. Ja, hier hat sie geschlossen, dann kamen die Nachrichten raus. Vorbörslich sind wir hier nach unten gefallen, haben dann hier unter diesem wichtigen Level eröffnet. Das heißt, wir haben hier diese Range rausgenommen und der Tag war von der Volatilität her extrem groß, ist nur nach unten gelaufen, denn die Idee ist einfach folgendes. Stell euch mal vor, ihr seid jetzt hier positioniert. Ja, viele haben hier unten vielleicht auch eine längerfristige Position am Laufen und jetzt nimmt der Markt aufgrund der Nachrichten dieses Level raus. Ihr seid beispielsweise long positioniert. Was werdet ihr machen? Ihr werdet wahrscheinlich schnellstmöglich aus der Position rausgehen wollen. Das haben viele Trader wahrscheinlich auch gemusst und deswegen sehen wir hier unten auch im Volumen, ja, so eine extreme Volumenzunahme. Im Durchschnitt haben wir hier in dieser Aktie 4 Millionen gehandelt. An dem Tag, als das passiert ist, haben wir hier das Zehnfache, nämlich 46 Millionen gehandelt. Und ja, wenn ihr seht, dass die Volatilität auch vorbörslich schon so groß ist, dann macht es einfach Sinn, sich die wichtigsten Level aus dem Tageschart anzusehen. Die habe ich hier für euch mal eingezeichnet. Das ist einmal die 59,28 nach unten, die 66,15 nach oben und die 70,44, die konnten wir schon Pre-Market rausnehmen. Pre-Market, das Pre-Market-Tief, das lag auf der 67,84. Da haben wir quasi eröffnet, quasi innerhalb dieser kleinen Range. Die Größe der Range, die ist eigentlich ziemlich groß, aufgrund dessen, dass die Volatilität aber vorbörslich so groß war, ja, ist das hier nur eine sehr, sehr kleine preisliche Spanne. Aber wir sehen ja hier, das ist ein Tageschart, den wir uns hier angucken. Und die Aktie, ja, die ist einfach mal gut 10 Dollar an dem Tag in die Short-Richtung gelaufen. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt mal in den 5-Minuten-Chart. Und gucken uns mal die Bewegung an, die wir hier realisiert haben. Das heißt, das sind die Level in weiß dargestellt aus dem Tageschart. Ja, wir sehen jetzt hier die Aktie aufgrund der Nachrichten 30% nach unten gefallen. Extrem schwach, extrem im Winkel, ja, wie diese Aktie hier fällt. Das ist im Prinzip die einfache Situation, die ihr traden könnt. Pre-Market musste, ist starkes Gap nach unten und dann sehen wir hier, die Aktie, die driftet hier wirklich mit einem sehr, sehr signifikanten Winkel hier weiter nach unten. Und meistens, wenn wir dann auch noch ein wichtiges Level rausnehmen, ja, dann geht es direkt von der Öffnung ab in eine Richtung. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mich ganz früh positioniert. Direkt nachdem der Markt eröffnet hatte, bin ich short gegangen und konnte hier von dieser starken Abwärtsbewegung profitieren. Wir sehen auch, dass die Level aus dem Tageschart extrem wichtig sind, dass die halten. Hier beispielsweise auf der 59,28, ja, sehen wir, dass die Aktie dann hier
mehr oder weniger ihren Abwärtstrend aufgegeben hat. Wir sehen dann noch eine leichte Korrektur an dem Tag, aber von der gesamten Bewegung hier nach unten konnte ich profitieren. Das heißt, mein Einstiegspreis war hier oben, nach der Öffnung bin ich rein und die Aktie ist 10% und mehr nach unten gelaufen. Insgesamt 8 Dollar, die ich hier mitnehmen konnte. Wie das Ganze aussah, das sehen wir uns jetzt nochmal in einem Screenshot an, den ich gemacht habe, während ich noch im Trade war. So, das ist der Trade. Ihr seht jetzt hier, der Markt hat eröffnet. Ich bin ganz früh short gegangen aufgrund der eben beschriebenen Gegebenheiten. Habe dann hier eine Bewegung von 4 Dollar mitgenommen. Habe hier den größten Teil der Bewegung ausgescaled. Habe dann gesehen, dass die Aktie noch weiteres Potenzial nach unten hat. Habe hier nochmal eingescaled. Aktuell bin ich hier noch 1000 Dollar im Profit. Ich kann dazu sagen, ich habe es dann ein bisschen übertrieben. Habe dann noch ein bisschen zu aggressiv eingescaled. Und bin dann mit dem letzten Teil Break-Even raus aus der Nummer. Konnte also die gesamte Bewegung nach unten nicht mehr mitnehmen. Aber trotzdem dadurch, dass ich so früh dabei war, konnte ich hier gut 6 Dollar in der Bewegung mitnehmen. Und ja, das Ergebnis konnte sich auf jeden Fall sehen lassen an dem Tag. Und ja, das sind die einfachsten Trades, die ihr im Prinzip machen könnt, wenn ihr diese Art von Pre-Market-Muster entdeckt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal und wer sich für eine Zusammenarbeit mit Heldenthal interessiert, der kann einfach mal auf unserer Homepage vorbeischauen, www.heldenthal.com und sich unverbindlich bewerben.